Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Mein Name ist Jima Rupali und ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Also mir geht es echt gut heute. Es regnet heute nicht, heute ist mal Sonne. Ein Glück nach 5 Tagen Regen. Und zwar möchte ich mit euch heute ein Rezept machen. Das ist der Karnevalslikör. Genau, der Karnevalslikör. Der ist von einer sehr guten Freundin, von einer Manuela Herzfeld. Hi Manuela. Und ja, sie hat einen Blog, das nennt sich Rezepte mit Herz. Und von da habe ich dieses Rezept. Ich habe sie auch gefragt und so. Und das ist alles kein Problem. Ich darf das heute mal verfilmen. Und die kann sich das vielleicht auch dann auch mal anschauen, ne, Manuela? Nein. Und zwar bräuchten wir für diesen Likör bräuchten wir folgende Zutaten. Und zwar 200 Gramm Buttermilch, 200 Gramm Schlagsahne, 200 Gramm Zucker, dann 200 bis 250 Gramm Wodka und zum Schluss Multivitamin, 1000 Gramm. Okay? Okay. Gut, legen wir los. Und zwar ist das ganz einfach heute. Thermomix ist an. Ich habe schon alles abgewogen für euch, damit wir auch nicht so lange warten, damit es auch schneller geht. Gut, und zwar tun wir 200 Gramm Buttermilch in den Topf hinein, in den Mixtopf. So. 200 Gramm Zucker. Und 1000 Gramm Multivitamin. Ich gucke nochmal. Ja. So. Auf Waage. Ganze Packung rein. Okay, es waren 1030. Gut. Und 200 Gramm Wodka. Das waren ungefähr 220. Die tue ich jetzt komplett rein. Ich kontrolliere das dann nochmal. Gramm Wodka. Ihr könnt natürlich 200 nehmen bis 250, wie euch das gefällt, okay? Alles klar. Gut, dann machen wir das Ganze schließen. Dann steht hier 10 Sekunden. Ich mache mal 15. 15 Sekunden auf Stufe 3,5. Bis gleich. So, ich habe jetzt meine Flaschen vorbereitet. So seht ihr. Mit Lichter. Ich werde das Ganze jetzt umfüllen. So. So, die dritte Flasche. So, ui, dann können wir noch eine Flasche machen. Kann man fast 4 Flaschen machen. Dann nehme ich einfach mal die Wodkaflasche, den Rest. Okay.
So, jetzt probiere ich das Ganze. Zum Wohl. Wow. Super lecker, wirklich. Super, muss ich echt sagen. Kann ich euch wie gesagt empfehlen, das Ganze. Wünsche euch in diesem Sinne viel Glück beim Nachmachen. Würde mich sehr gerne freuen über eure Kommentare unterm Video. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben machen oder mich auch kostenlos abonnieren. Ja, wie ihr möchtet. Okay, gut, das Video ist zu Ende. Wünsche euch viel Gesundheit und liebe Grüße und alles Gute. Wie gesagt, der Likör ist sehr lecker. Stellt den kühl im Kühlschrank und halten tut er um circa an die 2 Wochen. Okay? Prost!